Als erstes Marktangst, Architekt und Projektleiter im Baubüro in situ aus der Schweiz. Hier mit Schwerpunkt Umnutzung, Wiederverwendung und zirkuläres Bauen. Er wird einen Vortrag halten über eine dreigeschossige Strohballenaufstockung mit Recyclingbaustoffen in Winterthur. Und ich freue mich, jetzt das Wort an unseren Wiederverwendungsexperten aus Zürich zu richten. Marc, ich suche dich jetzt hier aus der Liste aus und werde dir die Moderatorrechte übermitteln. So, du bist jetzt Moderator. Danke, Dennis. Hallo. Allerseits könnt ihr mich hören. Ich begrüße euch und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier aus der nebligen Schweiz, aus dem kalten, nebligen Zürich, wahrscheinlich wie ganz Europa im Moment. Ich freue mich außerordentlich, dass ich euch über dieses Projekt berichten kann aus Winterthur. Ich durfte vor 2 Jahren in München am Strohbautagen bereits dabei sein und sehr viel von euch lernen. Dinge, die aus der Erfahrung von eurem Verband und aller Vorarbeit von euch eigentlich in dieses Projekt einfließen konnte, ein bisschen ein Pionierbau in der Schweiz vielleicht. Und da möchte ich wirklich ganz herzlich danken, dass wir da auf eure Expertise zurückgreifen konnten. Mein Thema heißt eigentlich Bauen für Netto Null und ist ein Werkstattbericht aus diesem Projekt, das vor 2 Jahren baulich gestartet ist und im nächsten Januar oder Februar fertig wird. Es geht eigentlich darum, wie bauen wir in Zukunft, vor allem wenn es darum geht, eben die Klimabilanz oder die Treibhausgasemissionen gegen Netto Null zu bringen. Im Bild sehen wir dieses kleine Gebäude. Das ist der Kopfbau der Halle 118 auf einem Industrieareal in Winterthur. Ich mache zuerst einen ganz kleinen Exkurs. Das ist eine riesige Zahl, eine erschreckende Zahl, und die gilt ja eigentlich nur für die Schweiz. Das ist die jährliche Abfallmenge, also Bauabfallmenge. Und vielleicht ist das in Europa noch viel mehr. Ich denke aber, mit ihrem Wohlstand und dem vielen Geld, was leider in der Schweizer Bauwirtschaft in Beton, Gold umgesetzt wird, ist das vielleicht eine besonders erschreckende Zahl. Ebenso verantworten die Bauten in der Schweiz rund 30% der CO2-Emissionen. Also Grund genug, eigentlich da wirklich handelnd einzugreifen. Wohl sind wir auch in der Schweiz akkurat im Trennen und Sortieren der Dinge. Es gibt kaum eine Baustelle, wo das einfach alles zusammengeschmissen wird. Dieses Beispiel zeigt aber gleich, im Vordergrund sehen wir, dass da eigentlich auch hochwertigste Baumaterialien einfach mir nix, dir nix weggeknallt werden. Und so ist auch dieses Thema eigentlich trotzdem, trotz allem Recycling, virulent. Eine Grafik aus dem französischen Buch Matière Grise. Also unsere Ressourcen, die werden weniger, die Müllberge werden größer. Und ein weiteres Thema, wenn man dieses Bild anschaut, ist eigentlich auch der Verlust von Werten, monetäre Werte einerseits, aber besonders auch handwerkliche Werte. Wenn wir rechts sehen, was da alles zusammengecrushed wird, das ist ja eigentlich alles Menschenwerk. Das sind gut ausgebildete Fachleute, die eigentlich Fenster, Türen, alles Material vor Jahren mit einem Handwerksstolz zusammengebaut haben. Und ich oder wir bei uns beim Baubüro in situ empfinden das auch ziemlich entwertend oder respektlos fast, dass eigentlich so etwas nach 10, 15, 20 Jahren keinen Wert mehr haben soll, obwohl gerade in Europa und in der Schweiz, wo wir eigentlich enorm hohe Anforderungen qualitativ haben, die Dinge ja eigentlich für die Unendlichkeit konzipiert und hergestellt werden. Und
Die Gründe, weshalb Dinge eigentlich obsolet sind, habe ich mal so ganz salopp aufgezeichnet, ist natürlich, etwas ist kaputt. Derzeit auch mit dem ganzen Energiesparen, natürlich auch normative Anforderungen, vielleicht auch Sicherheitsanforderungen, also ein Fenster, das einen schlechten U-Wert hat, das ersetzt wird durch einen neueren U-Wert und dann oft halt einfach nicht richtig gerechnet wird, weil nicht beachtet wird, was eigentlich für graue Energie bereits in diesem Fenster drinsteckt. Besonders beelendend bei uns zumindest ist eigentlich der Lebenszyklus, das heißt gerade institutionelle Anleger und institutionelle Bauherrschaften eigentlich nach Lebenszyklen ihre Finanzen bereitstellen und eigentlich ganze Gebäude umgekernt oder abgebrochen, also ausgekernt, geschält, abgebrochen werden, nur weil ein kalkulatorischer Lebenszyklus abgelaufen ist, also Fenster weggeknallt werden, ganze Innenausbauten, einfach weil 30 Jahre um sind. Und dann zuletzt natürlich die Mode vielleicht, was eigentlich noch fast das legitimste oder eines der legitimsten Gründe, man hat Lust auf Neues, das zeichnet ja eigentlich das menschliche Werk aus, aber das bedingt ja nicht, dass dann was weggeht, weggeschmissen wird, das kennen wir aus den Brockenhäusern, die ganzen Secondhand, bei Klamotten und so, also alte Dinge haben für jemand anderen durchaus ihren Wert. So sind wir also in dieses Projekt gestartet, eigentlich im Bewusstsein, dass es darum geht, möglichst mit ressourcenschonend dieses Gebäude aufzustocken. Das ist eine ehemalige Modellwerkstatt mit einer Erdgeschosshalle, doppelgeschossig und einem Werkstattgeschoss um drüber. Und die lokale Bauvorschrift erlaubt eine Aufstockung um rund 14 Meter, also drei Geschosse, und da war das große Fragezeichen, was und wie kommt das oben drauf. Jetzt mit dem ganzen Kanon an Material, was eigentlich um uns herum schwirrt und unser Büro mit rund 80 Mitarbeitenden in verschiedenen Standorten zwischen Basel und Zürich, ist ja eigentlich selber schon ein Materialpool genug. Es gibt da ganz viele Umbauten, Bauten, wo eigentlich auch Material über ist. Oder Abbrüche und Dinge um uns herum. Das hat uns einfach mal so einen Kanon eröffnet, wonach suchen wir überhaupt, was könnte überhaupt eingesetzt werden. Und so hat man sich an erste Skizzen gewagt von diesem Gebäude. Dabei folgen wir, und das bezieht sich eigentlich ein bisschen auf alle Projekte von unserem Büro, eigentlich so auf diese Hierarchie oder diese Abfolge ein bisschen, wie wir vorgehen. Das ist nicht das Projekt, was gezeichnet ist, das ist anhand eines anderen Beispiels in Zürich, aber wir suchen eigentlich zuerst nach der Verdichtung, also wo kann zwischen bestehenden können Lücken gefüllt oder Spielräume genutzt werden, eben oben drauf gebaut werden, statt zu ersetzen. Das führt eigentlich zur oder gehört fast zur ersten Priorität, nämlich das Erhalten. Alles, grundsätzlich alles, was noch dient oder dienen kann oder repariert werden kann, ist eigentlich zu erhalten. Wiederverwenden, was naheliegend ist, also in situ, vor Ort, also Dinge, die vor Ort beim Rückbau oder Umbau, bei der Sanierung eigentlich überzählig sind, sich zu überlegen, kann ich das innerhalb vom Projekt wieder irgendwie anderswertig oder andersweitig verwenden oder kann das ein Kollege oder Kollegin von mir im Büro für ein anderes Projekt verwenden. Und erst in der vierten Priorität suche ich eigentlich auswärts, was mir fehlt. Und dann besonders spannend, und das kommt bei diesem Projekt immer wieder zum Zug, oder bei all diesen Projekten, ist das Anpassen, also eigentlich mit dem verfügbaren Planen. Also wie weit kann ich ein Projekt, was ich habe, eigentlich dem Material, was ich finde, anpassen? Das ist so eigentlich das Besondere an dieser Bauweise. Gestartet sind wir dann mit einer Stahlkonstruktion von meinen Kollegen im Basler Büro. Die mussten diese Stahlbauhalle, ist eine Leichtbauhalle für Leergut eines Großverteilers. Nach 15 Jahren musste da Platz geschaffen werden für eine Straße oder einen Durchgang. Und diese Verfügbarkeit dieses Stahlbaus hat uns eigentlich dazu inspiriert, zu überlegen, dass unser Stahltragwerk im Winterthur, unser Tragwerk eigentlich als Stahltragwerk ausgebildet werden kann. Weiß und hellblau unten im Bild zu sehen, eigentlich die bestehenden Tragwerke der Halle, oben drüber grün und rot das Tragwerk aus Basel. Und was sich eigentlich gezeigt hat, ist, dass die Achsmaße und die Abmessungen der Träger eigentlich zufällig, kann man sagen, vielleicht war es auch Schicksal, genau passend auf diese Halle waren. Nur die roten sind eigentlich Stahlträger, die im Werk angepasst werden mussten.
Die Grünen sind eigentlich eins zu eins übernommen. So geht es weiter. Treppe, die Außentreppe, die stammt aus eben diesem Bau, den wir vorgesehen haben, ein Büro- oder Finanzdienstleistergebäude nach 30 Jahren in Zürich abgebrochen. Das war die Fluchttreppe, die haben wir eigentlich als Haupterschließungstreppe außen vorgesetzt. Fenster in der Nachbarschaft, verschiedene Fenster, Fassadenblech aus einer Druckerei, auch in Winterthur, also ein Material, was eigentlich schon zur urbanen Landschaft gehört. Und so wurde dann auch die ganze Farbgebung, die Einpassung in die Umgebung mit der städtischen der Stadtbildkommission und dem Amt für Städtebau eigentlich diskutiert, dass man sagt, ja, das ist eigentlich ein fast vernakuläres Material, das gehört zu Winterthur und das zieht ihn einfach eigentlich vom Quartier in anders um. Es geht weiter mit Haustechnik, also Heizkörper, Photovoltaikanlage und Steinmaterial. Das waren vorgängig Fassadenplatten, die jetzt bei uns als Böden und Wandbekleidung in den Sanitärräumen, selbstverständlich Klos und Lavabos. Und so hat sich dann eigentlich im Laufe der Zeit so das Bild des Gebäudes herauskristallisiert. Jetzt war eigentlich die große Frage, wie werden eigentlich die Fassaden, also woraus besteht eigentlich die Wand selber? Und da haben wir uns eigentlich von erster Linie von diesem Gebäude in Genf, der Genossenschaft Equilibre, das Gebäude Souverain, beeinflussen lassen. Das wurde vor ein paar Jahren fertiggestellt vom Atelier Atba und besteht aus einem sechsgeschossigen Betonskelettbau. Die Fassaden sind komplett aus Holz, Stroh mit Lehmverputz innen und Kalkverputz außen. Und wir haben uns gesagt, ja, was in Genf geht, geht auch bei uns in Zürich. Und das waren die Fassadenelemente in Genf. Wir haben uns dann schnell eigentlich auf so einen elementierten Fassadenbau eingeschossen und haben so unsere Fassade eigentlich konzipiert. Unten der alte Backsteinbau, oben eigentlich eben das Holzskelett mit der Kleinstrohballenfüllung und dieser vorgehängten Fassade aus Aluminiumblech, der Lehmputz raumseitig als Abschluss. Das war für das Thema der Wiederverwendung eigentlich eine besonders dankbare Bauweise, weil wir ja die Geschosshöhe hatten wir eigentlich vom vorgefundenen Stahlbau vorgegeben. Die Fenstergrößen waren von den Fenstern vorgegeben. Also suchte man eigentlich nach einer Füllung der Wände dazwischen, die sich möglichst plastisch an die Gegebenheiten anpasst. Und das Zuschneiden von Strohballen, das sowieso plastische sich anpassen des Lehmverputzes, hat eigentlich in optimaler Art und Weise die Wiederverwendung ergänzt, was mit glatten Materialien mit nur sehr viel Verschnitt eigentlich gegangen wäre, weil die Achsmaße ja nicht so genuin aufeinander abgestimmt sind. So sahen dann letztlich unsere Fassadenelemente auch aus. Also die folgten eigentlich ziemlich präzis der Strohbaurichtlinie, die ihr ja mitverantwortet habt, das Kleinstrohballen. Im Unterschied zu jetzt auch dem Genfer Beispiel war für uns dann eigentlich die Schwierigkeit, hier noch ein Beispiel aus der Berghalle in der Vorfabrikation, war die Schwierigkeit bei uns eigentlich, da sieht man hier im Detailschnitt eines Geschossübergangs, die hinterlüftete Fassade. Die Gebäudeversicherung Zürich, welche als Brandschutzbehörde genehmigen musste, war das erste Mal mit einem sechsgeschossigen Bau konfrontiert, also daher wirklich ein bisschen pionierhaft. Und leider ist es in der Schweiz nicht so, was in Genf geht, geht auch in Zürich, weil wir doch kantonal sehr große Verschiedenheit haben. Also mussten wir im Kanton Zürich eigentlich den ganzen Brandschutznachweis neu aufgleisen. Und die hinterlüftete Fassade, die zwingt uns eigentlich dann dazu, den Stroh von außen in der Lüftungsebene für 30 Minuten im Brandfall zu schützen. Jetzt wäre das technisch wahrscheinlich sehr gut mit einem Kalkverputz oder möglicherweise sogar Lehmverputz gegangen, nur fehlten da eigentlich belastbare Nachweise. Also haben wir letzten Endes und ein bisschen mit Wehmut auf Gipsfaserplatten zurückgegriffen, das heißt raumseitig haben wir tatsächlich einen schönen dicken Lehmputz, die Strohballe und außen eigentlich die Vermacellplatte. Jetzt ist da natürlich eine bauphysikalische Frage vom
von der Diffusion, vom Durchgang des Wassers nach außen. Und da konnten wir auf ein Gutachten zurückgreifen oder haben sogar ausstellen lassen, wie sich das mit dem Schimmelrisiko, was das auf sich hat, zwischen dem Stroh und der dünnen 15 mm Fermazellplatte, die nach außen den Brandabschluss bildet, mit dem Ergebnis, dass eigentlich nicht mit einem Schimmelpilzrisiko zu rechnen ist. Dennoch waren wir eigentlich dann gerade in der Ausführungsphase extrem vorsichtig und erpicht darauf, die Luftdichtheit der Gefache eigentlich sicherzustellen, damit wirklich kein konvektiver Eintrag von Luft in die Strohballengefache stattfinden kann. Die Diffusion mit rund 5 bis 6 cm Lehm innen genügend gestoppt wird, damit außen an der Fermazellplatte eigentlich keine Feuchtigkeit auftritt. Ja, und so sieht es jetzt aus. Das Fotos vor ungefähr einem Monat. Man sieht die Fassade von außen mit dem schönen orangen Blech, was wie Schuppen auf das Gebäude aufgebracht wird. Die erste Innenansicht, die Böden, die sind ebenfalls wiederverwendet. Das sind ganz triviale Holzfichtenlangriemen. Und im Hintergrund jetzt, wie gesagt, die Fassade mit wunderschönem grünlich-gräulichem Lehmputz von Ralf Künstler, dem Lehmbaupionier in Winterthur, konzipiert und auch mit seiner Mithilfe beim Aufbringen. Der Lehm stammt aus einer lokalen Baugrube, ist also eigentlich auch Bauabfall und wurde vor Ort mit Schnitzeln, also mit kleinen Häckseln und Sand gemischt und von Ralf Künstler und seinem Team mit der Putzspritze vor Ort aufgebracht. Hier noch eine Ansicht in die Ecke von nahen. Man sieht die Aluminiumfenster. Links ein Fenster mit Dreifachisolierverglasung und einem besseren U-Wert. Das Fenster ist rund 25-jährig. Den schlechteren U-Wert gegenüber den neuesten Generationen von Fenstern haben wir über die Strohdämmung an der Wand und übers Dach eigentlich kompensiert. Rechts im Bild eine alte Industrie-Aluminiumfassade, die wir doppelt angeordnet haben, also das klassische Kastenfenster, um eben den U-Wert aufzupimpen. Hier ein Einblick mit den Innenwänden aus wiederverwendeten Dreischichtplatten, Fichtenholz, die stammen aus dem Eventbau und werden nach ein paar Jahren als Böden für Sängerfeste etc. werden die weggeschmissen. Wir haben sie zu Innenwänden verarbeitet, die Heizkörper, die je nach Heizleistung in zwei, drei mehrfacher Anordnung, die stammen aus einem Wohnbau. Und jetzt die Resultate, was uns alle interessiert. Wir haben uns an der 2000-Watt-Gesellschaft orientiert. Das ist in der Schweiz eigentlich die strengste Vergleichslinie. Und was interessant ist eigentlich zu Beginn, ist, dass eigentlich der Gebäudepark in der Schweiz, das ist die Spalte ganz links, der Gebäudepark in der Schweiz bisher eigentlich für den Bau ein Viertel der gesamten Emissionen hat und der Betrieb, also die ganze Heizerei etc., eigentlich drei Viertel verursachen. Und mit den Zielwerten der 2000-Watt-Gesellschaft dreht sich das plötzlich um. Was heißt, dass wir kriegen eigentlich die Betriebsenergie mit Heizen, mit Dämmen etc. ziemlich gut im Griff, aber relativ wenig passiert bei der Erstellung der Gebäude. Die werden nach wie vor viel zu schnell wieder abgebrochen, werden viel zu energieintensiv wieder erstellt, sodass sich eigentlich derzeit das Bild zeigt, dass die Erstellung plötzlich drei Viertel ausmacht und der Betrieb nur noch ein Viertel. Das übertragen auf Verwaltungsbauten, die Kategorien, in welcher unser Gebäude sich bewegt, haben wir einen Zielwert von 7,8 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Energiebezugsfläche im Jahr. Das ist die Bemessungsgröße bei uns. Das ist unser Zielwert in der Erstellung. Erreicht haben wir 4,1, das heißt rund knapp die Hälfte reduziert. Im Betrieb dürfen wir noch 4,8 Kilogramm haben. Wir haben tatsächlich 5,9 Kilo CO2. Das mutet jetzt ein bisschen seltsam an. Das ist der
Kehrichtverbrennungsanlage geschuldet, die die Fernwärme liefert für unser Gebäude. Dieselbe Betrachtung in Kilowattstunden pro Quadratmeter. Bei der Betriebsenergie landen wir hier oben, also eigentlich 20% unter dem Zielwert. Nur ist unsere Energie eben sehr CO2-lastig. Jetzt, was heißt das aufs ganze Gebäude übertragen? Wir haben unser Gebäude mal durchgerechnet, alles wie neu, das ist der linke Kuchen. Wir haben geschaut, wenn wir alles nicht wiederverwendet, sondern eigentlich neu bezogen hätten, wie setzt sich das Gebäude zusammen? Wir haben 51 Tonnen CO2-Emissionen. Wenn man den Bestand wiederherstellen möchte, der Bestand ist eine kleine, dünne Fülle mit diesen drei Geschossen, ein bisschen Stahl, also da ist nicht wirklich viel dran, deshalb recht wenig. Alle Bauteile, die wir wiederverwendet haben, wenn ich die neu beschaffen würde, würde ich 446 Tonnen CO2 emittieren und alles Material, das wir neu eingebaut haben, weil es nicht anders ging, da zählt auch der Lehm und der Stroh dazu, das ist für uns nicht eigentlich wiederverwendet. Es zählen auch Beton für Fundamente etc. dazu, das emittiert 343 Tonnen. Und dann haben wir das im Rechenkuchen eigentlich nachgerechnet, was passiert jetzt durch die Wiederverwendung. Wir haben den gesamten Bestand eigentlich auch wiederverwendet, das reduziert sich auf null. Die wiederverwendeten Bauteile, also was hier eigentlich die 446 Tonnen bei den wiederverwendeten Dingen, die reduzieren sich auf 6 Tonnen, weil nur noch die Transporte zur Baustelle gerechnet werden. Alles, was neu ist, bleibt. Das heißt, wir haben eigentlich eine tatsächliche Einsparung gegenüber einem vergleichbaren Neubau von 58%. Und sind somit, wenn man will, auf dem Zielweg Richtung Netto Null sehr weit, aber noch nicht am Ziel. Wo liegen die Einsparungen eigentlich drin? Das finde ich fast die spannendste Grafik, der spannendste Kuchen. Der Bestand trägt 15% der Einsparungen bei. Das Umsetzen der Fassade in Baustroh, Lehm anstelle einer konventionellen Holzbaufassade trägt 2% bei. Innenwände etc. aus Holz 3%, die Aluminiumfassade 9%, das Stahltragwerk 13%, die Fenster, eigentlich die deutlichste Einsparung, das Wiederverwenden von Fenster 20% der ganzen Einsparung etc. Also hier sieht man, es gibt nicht das Ding, was CO2 spart, vielleicht die Fenster, sondern eigentlich macht Kleinvieh Mist. Und nur wenn ich in allen Bereichen, allen Belangen versuche, möglichst da radikal zu sein, kriege ich wirklich eine namhafte Reduktion. Und so schließe ich eigentlich oder resümiere mit den Worten von Guillaume Aberg vom Nachhaltig Bauen der ETH Zürich, der eigentlich mal so salopp gesagt hat, in Zukunft bauen heißt eigentlich Holz, Stroh, Lehm und nur noch oder alles, was heute schon da ist. Ja, somit hoffe ich, euch einen Einblick gegeben zu haben in dieses Projekt und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, Marc, vielen Dank. Es sind ein paar Fragen tatsächlich zustande gekommen. Ich, von mir ein Wort noch dazu, ein tolles Projekt, sehr spannender Vortrag. Vielen Dank dafür. Der Werner Ehrlich fragt, stand das vorhandene Gebäude unter Denkmalschutz? Nein, stand es nicht. Schnelle Antwort. Dann ist die Frage vom Tim Friedrich, ob er es richtig verstanden hat, dass der komplette Lehm vorher ein alter Putz war. Nein, der Lehm, der stammt aus einer Baugrube. Das ist Baugrubenaushub für Neubau in der Umgebung. Der ist also neu quasi, aber lokal gewonnen. Okay. Wie wurden die Materialien gelagert? Die Materialien wurden an vielen verschiedenen Orten gelagert. Wir haben versucht, Lagermöglichkeiten der Bauherrschaft, das ist eine Pensionskasse, die selber auch einige weitere Bauprojekte hat, zu nutzen und auch Projekte von unserem Büro und zwei Lager haben wir angemietet. Und das ist in der Tat eigentlich die größte Herausforderung und der größte Challenge auch für die Zukunft,
wie wir das professionalisieren können. Diese Logistik und Lagerei und Inventarisiererei, die hat uns also fast umgebracht. Das passt auch zur nächsten Frage, wie aufwendig die Recherche überhaupt nach den erforderlichen Baustoffen war. Die war erstaunlich klein und da ist eher eigentlich der umgekehrte Effekt, dass man sich unglaublich schützen muss. Man befindet sich in einem Eldorado eigentlich. Es gibt so unglaublich viele Bauten um uns herum, die einerseits, je mehr Publizität das Projekt erlangt hat, eigentlich die an uns herangetragen worden sind, aber die uns auch selber begegnen. Also da hat man eigentlich die Qual der Wahl und die Schwierigkeit liegt eher darin, das Richtige auszuwählen, nicht unbedingt technisch, sondern zu welchem Zeitpunkt sage ich ja oder nein, weil wenn ich ja gesagt habe, dann muss ich dabei weitergehen und muss ich mich hüten davon, 3 Wochen später noch bessere Türe oder ein noch schöneres Fenster auszuwählen, um nicht ständig meine Planung über den Haufen zu werfen. Okay, danke. Wie lang war die Bauzeit? Gestartet haben wir im Oktober 19, das heißt, wir sind jetzt seit einem Jahr dran und wir sind im Februar fertig, Mietbeginn und Bezug für die Mieterinnen und Mieter ist 1. März 2021. Dann gibt es eine eher technische Frage, die Fermacell-Gipsfaserplatten sind doch nur für die Innenanwendung, außen kenne ich nur Zementfaser. Hast du da was zu sagen? Die ist zu dicht, die Zementfaser. Wir haben eigentlich nach der diffusionsoffensten Brandschutzplatte mit Zertifizierung eigentlich gesucht, die handelsüblich gut verarbeitbar war. Und so in der Hinterlüftungsebene mit dem Windpapier davon hat da eigentlich die Firma Fermacell das freigegeben. Okay, die nächste Frage. Wie habt ihr die wiederzuverwendenden Materialien gefunden oder ein Netzwerk aufgebaut? Genau, also da wir als Büro eigentlich dieses Thema schon seit der Gründung des Büros vor 20 Jahren immer verfolgen, gab es da schon ein bisschen ein Netzwerk, aber das war bisher sehr klein und sehr lokal. Und wir haben tatsächlich eigentlich wie so ein Netzwerk um uns herum aufgebaut. Aber die meisten Dinge, wie gesagt, die kommen eigentlich fast aus Umbauten und anderen Projekten im Büro selbst. Dann auch interessant, musste für das Material der Rohstoffwert bezahlt werden oder die Entsorgungskosten und wie habt ihr das kalkuliert? Das ist eine sehr interessante Frage und da kommt es natürlich ganz darauf an, worum es sich handelt. Aluminium, Stahl zum Beispiel, die haben tatsächlich einen positiven Rohstoffwert, also da muss ich eigentlich bezahlen dafür. Für Dinge, die ansonsten entsorgt werden müssten von der ursprünglichen Bauherrschaft, wie Türen, Innenausbaumaterial etc., müsste ich streng genommen ja eigentlich umgekehrt vorgehen und sagen, ich nehme das Ding und ihr bezahlt mich sogar dafür, weil das gleicht eigentlich eure Entsorgungskosten aus. Und da kommt es extrem darauf an, mit wem das man verhandelt, zu welchem Zeitpunkt man eigentlich an die Dinge rankommt. Wenn ich sehr früh bin, bevor ein anderes Gebäude abgebaut oder umgebaut wird und ich mit der Eigentümerschaft direkt verhandle, ist es finanziell einfacher. Die sehen weniger das Geld als mehr eigentlich eine Möglichkeit, ihre Ökobilanz oder ihre so ein bisschen, manchmal ist es ehrlich, manchmal ist es Greenwashing, die sind dann meist sogar enttäuscht, wenn wir von 1200 Fenstern in der Fassade nur die untersten 40 nehmen, sagen, warum nehmt ihr nicht mehr? Und ich sage, oh, wir brauchen jetzt im Moment nur 40 davon. Wenn ich zum späteren Zeitpunkt ins Geschäft komme und da ist bereits ein Rückbau- oder Abbruchunternehmer auf dem Bau, der eigentlich den Werkvertrag hat, das Gebäude abzubrechen und zu entsorgen, der sieht natürlich Dollarzeichen in den Augen und versucht jeden möglichen Scheiß eigentlich zu verkaufen. Und da ist es wirklich manchmal nötig, befreundete Recyclingzentren anzurufen und sagen, hey, was ist heute der Aluminiumpreis, weil er für ein Fenster irgendwie
von uns den Kilopreis für reines Aluminium verlangt. Tatsächlich habe ich aber ein Fenster mit Gummi und Glas und alles. Also da muss man extrem aufpassen. Das ist ein richtiger Bazar. Ich kann mir vorstellen. Wie war der finanzielle Aufwand für Ausbau, Lagerung, Anpassung der wiederverwendeten Bauteile? Also Verhältnis zu neuem? Genau, wir sind daran, das eigentlich jetzt um ein bisschen auszuwerten. Eine Zahl, die man sich eigentlich gut merken kann, ist, dass der ganze Ankauf, die Lagerung, die damit verbundene Logistik und zusätzliche Planungsleistung von uns, dass die rund 15% der gesamten Baukosten ausmacht. Also ich würde jeder Bauherrschaft, die eigentlich künftig so bauen möchte, muss ich eigentlich sagen, ich brauche wie einen Vorschuss auch ein Stück weit, oder? Man muss sich bewusst sein, dass ich die Dinge eigentlich kaufen und einlagern muss, bevor ich zum Beispiel eine Baugenehmigung habe, bevor ich tatsächlich mit dem Bau beginne, weil nur was ich am Lager habe, ist tatsächlich verlässlich, oder? Also, weil ich finde ja das Gleiche nicht wieder. Das heißt, ich brauche einen Vorschuss oder eine Vorfinanzierung von rund 15%, was an Material angelegt wird. Die Mehr- oder Minderkosten gegenüber einem Neubau sind extrem schwer zu beziffern. Was wir herausgefunden haben, ist, dass eigentlich es gibt Dinge, die sind gleichwertig wie neu, zum Beispiel die Aluminiumfassade. Es gibt Dinge, die sind deutlich günstiger wie neu, das sind Fenster. Es gibt Dinge, die sind teurer wie neu, das sind die Holzböden. Das liegt natürlich immer daran, wie viel Arbeit ist damit verbunden. Über das ganze Gebäude würde ich resümieren, dass es vielleicht gegenüber einem super effizienten Neubau Mehrkosten von, was soll ich sagen, 5 bis 10% gibt. Und die liegen nicht an den Bauteilen selbst, sondern überall, wo Dinge zusammenkommen, die nicht zusammenpassen. Das heißt, ich habe eigentlich teure, aufwendige Anschlussdetails, denen wir selber als Büro in Zukunft sicher noch viel mehr Aufmerksamkeit widmen würden. Die Planung selber, da haben wir der Bauherrschaft eine Honorarofferte gemacht, die von einem Umbau umgeht. Wir sagen also nicht nur unten der Bestand ist Umbau, sondern auch der Neubau obendrauf ist Umbau, weil er mit vorhandenem Material spielt. Das heißt, ein Zusatz von, glaube ich, etwa 10 bis 15% auf dem Honorar, und das hat sich eigentlich ja, bewährt. Vielleicht müsste man noch ein bisschen mehr haben. Okay. Wie wurden die Nachweise des wiederverwendeten Tragwerks bewerkstelligt? Ja, genau. Das ist Schweiz. Bei uns gibt es keine Nachweispflicht, sondern der Bauingenieur verantwortet eigentlich selber. Es gibt auch keinen Prüfingenieur. Wir haben das diskutiert. Der Bauingenieur hat mit dem Stahlwerk und verschiedenen Leuten, die haben das diskutiert und gesagt, müssen wir das rezertifizieren, müssen wir das prüfen. Und sie haben dann eigentlich einfach die schlechteste Stahlqualität genommen, also Stahl 235, glaube ich, so der trivialste Baustahl, und haben sich gesagt, ja, das schlechter als das geht es nicht, und damit wurde eigentlich gerechnet. Das heißt, es gibt keine Nachweise, außer dem üblichen statischen Nachweis. Spannend. Okay. Die U-Werte der Fenster. Wie habt ihr die ermittelt? Genau, also bei jüngeren Fenstern und wenn die Altbaute eigentlich gut dokumentiert war, konnte man eigentlich auf die Unterlagen zurückgreifen der Herstellung. Also man muss sich bewusst sein, dass ein Drittel der Fenster sind 10-jährig, also da haben wir eigentlich die Originaldaten. Bei den älteren Fenstern haben wir noch am Bestand, bevor sie ausgebaut wurden, haben wir eine U-Wertmessung gemacht. Da werden so Sensoren innen und außen angebracht und man muss irgendwie eine Nacht lang irgendwie messen. Es braucht mindestens 20 Grad, 20 Kelvin Unterschied, glaube ich. Also das war glücklicherweise in einer Winternacht, und so haben wir den U-Wert von irgendwie 1,3 über dieses Fenster ermittelt. Wow, okay. Die Demontage, ist die über professionelle Unternehmen gelaufen? Genau, also bei der Demontage haben wir auch einen ganzen Strauß von Möglichkeiten. Das kommt immer auch darauf an, was es ist. Gerade bei technisch anspruchsvollen Dingen, Fenster, Tore, Türen, der Stahlbau, Treppe, da haben wir eigentlich nicht mit Demontageunternehmen gearbeitet, sondern mit Montageunternehmen, im Idealfall gerade jenes, welches eigentlich dazu
vorbestimmt ist, das wieder aufzubauen. So kam also eine Stahlmontage, eine Stahlbaufirma kam auf den Platz, hat die alte Treppe demontiert, nummeriert, eingelagert und sie auch gleich wieder aufgebaut. So weiß eigentlich die Truppe, die das eigentlich macht, weiß auch, wie sie vorgegangen sind, rückwärts, um wieder vorwärts zu gehen. Für kleinere Dinge, Holzböden, Sanitärapparate etc. greifen wir nach Möglichkeit auf vorhandene Anbieter zurück, also Leute, die das eigentlich professionell machen und die Dinge auch so feilbieten und verkaufen. Und sonst haben wir noch so einen Strauß von so Demontageunternehmern, die wir dann anstellen. Aber eigentlich am besten bewährt hat es sich, dass man eigentlich diejenigen wieder, also diejenigen demontieren lässt, die es nachher auch wieder einbauen. Okay, spannend. Die Gewährleistung für die wiedereingebauten Teile, wie wurde das vertraglich gestaltet? Sehr, sehr gute Frage und eigentlich fast die ungelösteste. Auch da haben wir irgendwie so ziemlich stark differenziert und verschiedene Modelle entwickelt. Grundsätzlich nehmen wir mal alle Dinge, die eigentlich, wie soll man sagen, wo die Gewährleistung eigentlich sekundär ist, wo eigentlich die Qualität des Materials und die Tatsache, dass das Material bereits 20, 30-jährig ist, die haben ja eigentlich die Tauglichkeit und die Dauerhaftigkeit bewiesen. Also das sind zum Beispiel die Aluminiumbleche an der Fassade, Kloschüsseln, Natursteinplatten etc. Also wenn die nach 10 Jahren eigentlich immer noch intakt sind und keine sichtbaren Mängel aufweisen, da haben wir mit der Bauherrschaft gesagt, auch da brauche ich keine Gewährleistung. Die haben bewiesen, dass es funktioniert. Oder? Da geht es eigentlich nur noch um Patina. Wir haben auch da jedoch eine Gewährleistung auf die fachmännische und gerechte Montage. Das heißt, da übernimmt natürlich der Unternehmer, der diese Bleche wieder montiert, die Gewähr dafür, dass sie korrekt montiert sind. Dann gibt es Dinge, so mechanische Dinge, Fenster, Türen etc. Da haben wir eigentlich im Werkvertrag einen Passus, dass der Unternehmer, der das einbaut, der kriegt Geld dafür, dass er das während 3 Jahren jährlich einmal einstellen kommt, nachrichtet, kleinste Reparaturen vornimmt. Und wir haben dann eine Rückstellung gemacht finanziell. Wenn das nicht benötigt wird, hat die Bauherrschaft Geld verdient und wenn nicht, muss das halt noch ausgegeben werden. Und wir hoffen darauf, dass vielleicht bei Gebrauchtwagen oder Computern in Zukunft es auch möglich sein könnte, dass man eine Versicherung lösen kann, wem das wichtig ist. Okay, toll. Dann haben wir eine letzte Frage. Gab oder gibt es eine Förderung für derartige Projekte in der Schweiz? Leider nein, kurze Antwort. Noch nicht. Noch nicht. Okay, dann ja, vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Dann. Ja. Weiß nicht, ob der Florian jetzt noch was anmoderieren möchte. Ja, also vielen Dank, Marc. Das war sehr eindrücklich und für mich ein vollkommen neues Feld. Also Wiederverwendungsexperte hat für mich jetzt einen komplett neuen Namen. Ich selber bin da immer nur in Verbindung mitgetreten, wenn der Bauherr irgendeine alte Tür anschleppt und die gerne wieder einbauen möchte, was mich natürlich sehr freut. Aber die Herausforderungen, vor die man gestellt wird, sind im Vergleich zu deinem Maßstab natürlich ganz andere. Vielen, vielen Dank.